Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Der Renault E-Tech hat auch im Steam Workshop ein neues Update bekommen. Also ist ein fetter Mod jetzt hier, wo ihr den Renault E-Tech als Sleeper und als High Sleeper jetzt nutzen könnt. Tja, Hölle die Waldfee. Ich weiß gar nicht, ob Renault den auch als High Sleeper dann anbietet. Wer es weiß, das kann kommentieren. Schauen wir uns mal kurz durch. Diese 4x2 Long Range, da ändert sich nichts. Das bleibt, wie es ist, egal welches Fahrer aus ich hier nehme. Wir haben diese 330 kW oder 490 kW. Also hier gibt es keinen Diesel. Da müssen wir dann im Spiel mal da genau anschauen, wie es dann, was da definitionstechnisch dann hinterlegt ist. So, 12 Gänge Retarder ist ja alles mit dabei, 6 Gänge Retarder. Wobei der Elektrohobel hat gar keinen Retarder. Ne? Das ist gleich mal so zur Info. So, E-Tech, das ist glaube ich klar, da brauchen wir nicht drauf rumkauen. Farbe habt ihr natürlich ansonsten ganz normal hier. Die Standardfarben auch hier von SCS, das funktioniert. Ne? Das sieht das selber, sieht ganz cool aus. Und dieses E-Tech, das bleibt sogar drauf. Ne? Also ihr seht es jetzt hier zum Beispiel. Ne? Finde ich eigentlich ganz fresh, das Ganze. Finde ich richtig cool. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. So, dann Anbauparts. Ja, alles, was ihr vom Renault kennt und auch vom DLC, wurde hier im Mod integriert. Also da fängt es ja dann mit den LEDs hier hinten und dann hier auch nochmal lackiert Evolution hier mit den LEDs. Dann geht es hier weiter mit Rundumleuchten. Wir haben hier die ganzen Bügel und. Da ist alles mit dabei. Da könnt ihr dementsprechend ihr Zeug anbauen. Oh, ne, Ende. Auch hier in dem Fall Sonnenblende ist mit dabei. Außenspiegel auch hier. Lackiert und lackiert und. Was haben wir noch mit dabei? Die ganzen Renault-Gedöns-Sachen. Das ist soweit ganz okay. Pilin, Renault, anderes Gedöns. Kann ich reinbasteln. Das bleibt alles gleich hier. Lackiert. Das E-Tech bleibt. Kann man aber wegmachen, wenn man möchte. Wenn man sagt, nee, will ich nicht. Nein, ich möchte das nicht. Dann könnt ihr das natürlich wegmachen. Auch klar, ne? So, ansonsten hier noch diverse Anbauparts. Da könnt ihr noch Double Burner reinbauen, etc. PP. Ich mache das jetzt hier bloß mal sporadisch. Könnt ihr das selber machen, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt hier vom kompletten Renault DLC. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt alles zeigen soll, muss. Ich zeige es einfach mal. Ne? Vielleicht hat jemand das DLC noch nicht. Da kann das ja dementsprechend sich vielleicht dann noch zulegen hier. Ne? Mit Bullenfängern hast du gesehen. Normal haben wir das ja alles nicht beim E-Tech. Ne? Der ist ja eigentlich nacksch, wenn man es mal so sagen darf. Ne? Da ist auch nichts dabei. Nichts ist da. Einfach nichts. Genau, dann hier noch lackiert. Plaster lackiert hier auch nochmal. Das alles lackiert. Wer da Bock drauf hat, das funktioniert hier auch nochmal. Lackiert Evolution, das nochmal. Genau. Die Eros bleiben. Und hier auch nochmal lackiert. Das kann man eigentlich so lassen. Das Ganze ein bisschen chrom. Chrom, hinten auch die Verkleidung, auch hier nochmal lackiert, wenn man da Bock drauf hat, das kann man wegmachen. Und dann sieht das hier unten, das bleibt, der Lufttank. Doppelte, nehmen wir mal mit. Wir müssen ja Strom sparen eigentlich, ne, beim Elektrohobel, aber ne. So, Kabinen-DLC ist glaube ich auch jetzt mit an Bord hier, das könnt ihr hier dementsprechend, sporadisch, ne, sporadisch ist hier Kabinen-DLC mit dabei, ne? Sporadisch, wie ich es gerade sehe, genau. Weil für die Scheibe haben wir nämlich nichts. Aber dafür haben wir dann hier ein bisschen Zeug. Und wenn ihr dann Belka Accessory oder etc. nimmt, dann könnt ihr hier ein bisschen Zeug reinkleben. Finde ich soweit ganz auch okay. Das passt auch. Dann sieht es gleich ein bisschen frischer aus hier im Möbel. Ne? Coole Sache. So, hier noch ein bisschen. Da noch Decke und so ein Zeug. Das bleibt gleich. Genau, und dann sind wir eigentlich hier. Navi, gut. Navi, glaube ich, kann man weglassen, oder? Ja, ne? Das kann man wegmachen. Braucht kein Mensch. Und Lenkrad bleibt, pass mal auf, da habt ihr so ein Standardrot, guck mal hier. Und hier die alte Variante, die geht natürlich auch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Gut, dann sind wir eigentlich soweit schon durch. So, mal ein bisschen Zeug getuned, das Ganze jetzt hier. So sieht er jetzt aus hier, der Elektrohobel. Nicht so schnell. Also ihr habt jetzt die Sleeper und die High Sleeper Variante hier, ganz normal mit der Stadt, mit den ganzen Anbauparts und etc. vom Renault DLC, vom Tuning Pack. Was vielleicht zu erwähnen ist, ist ja natürlich, wir können mit dem LKW nicht an die Dieseltankstelle fahren, ne, weil es ja ein Elektro-LKW ist. Jetzt hat sich der Autor hier gedacht, ja, was mache ich denn da am besten? Hier vorne haben wir die Tankstelle, hier bei der Werkstatt oder bei der Garage in dem Fall oder dann auch an den Autobahnen sind natürlich die Symbole, wenn ihr E-LKW fährt, sind weg. Hier ist nichts. Normal, ich habe einen Gullideckel-Mod, der ist nicht da. Also du kannst nicht tanken fahren damit. So, was hat er jetzt gemacht? Ich zeige es euch mal mit Tyria. Ihr seht, meine Batterie ist voll und ich kann damit sage und schreibe fast 5,5 Millionen Kilometer fahren. Ob ich das jetzt gut finde, das ist eine andere Geschichte. Also,
Ich finde es halt dann eher sehr unrealistisch, aber das muss jeder für sich von euch zu Hause dann selber entscheiden. Aber sagt, ja, das, ich finde es jetzt cool, ich kann jetzt Elektro-LKW fahren, ohne zu tanken, weil ich habe ja 5,5 Kilometer Luft, Mille Luft. Wobei man sagen muss, wenn du schwere Last hast, da sind wir ja am Freitag im Livestream, haben wir es getestet, wenn du mit 25 Tonnen fährst, das geht relativ schnell wii, in den Keller. Gut, diese 5,5 Millionen nicht oder 5,3 fast, das natürlich nicht, aber wenn du bloß normal stehen du musst mit 2000 Kilometern, das geht relativ schnell runter. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, dass der Auto hier in Anführungsstrichen ein bisschen mitgedacht hat. Besser wäre es natürlich, mit dieser Notbetankung zu machen. Das heißt, wenn ihr mit dem E-LKW unterwegs seid und die Batterie ist leer, kannst du ja mit der Taste F7 ist es genau, kannst du ja den Dienstleistungsservice anklicken. Und dann, wenn der leer ist, kannst du hier den Emergency Range einschalten oder Recharge einschalten. Ne? Dann wirst du nochmal vollgetankt, aber nur mit 18% oder 19%. Damit kommt man 100 Kilometer. Macht wenig Sinn. Kann man aber in der Game Data oder so, kann man das ändern, dass er dann auf 100% macht. Das wäre viel schlauer gewesen, wenn ein Auto das macht, weil dann bleibst du irgendwo, sag ich mal, am Straßenrand stehen oder fährst irgendwo zur Tanke, wenn er leer ist, wenn du ungefähr hinkommst und dann machst du einen Recharge und dann ist die Bude wieder voll. Wäre vielleicht schlauer gewesen, als wie hier 5 oder 5,3 Millionen Kilometer drauf zu spulen. Ne? Also vielleicht nochmal die Idee am Rande, vielleicht ist es ja umzusetzen nochmal, kann man ja nochmal mit annehmen. Ja, so ansonsten, Lichttest, ja, ich brauche keinen Lichttest machen, aber das ist halt einfach der Original. Ja, ich kann es ja noch mal kurz zeigen für die Leute, die nicht wissen, wie so ein LKW aussieht, wenn es dunkel ist. Warte, da ist man schon. Aber normal sollte das bekannt sein. Ne? Genau, da sieht das jetzt hier noch mal ganz gut eigentlich. Oh, beleidigt. Jetzt hat. Genau, ne? Röhrlicht und anderes Gedöns ist hier natürlich mit dabei. Und der fährt halt einfach, wie er fahren soll, als Elektrohobel. Ich sag mal, ne? Leuchtet alles rot, so wie es sein soll. Passt auch erstmal soweit. Genau, mehr ist es eigentlich im Prinzip nicht. Entscheiden müsst ihr das selber zu Hause, ob ihr sagt, boah, oder nie. Zumindest kann man jetzt hier schon mal die ganzen Anbauparts dran bauen. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Dann wirkt der LKW nicht so nacksch. Ne? Gerade Kabinen-DLC, ihr wisst ja selber, brauche ich nicht erklären. Dann ist es schon mal mit am Start. Gut, wenn ihr da noch Fragen habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Ansonsten, ja, hier unter dem Video natürlich oder dann im Steam Workshop, da ist der Mod her. Guckt euch das bitte gerne mal an und dann könnt ihr selber mal ausprobieren. Ne? Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Elektrohobel in der erweiterten Variante hier und dann wünsche ich euch nun viel Spaß damit. In diesem Sinne, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald. Adios.